Dr. Metzeler von Sinnen, Jürgen von der Lippe, Herbert Feuerstein, Michael Koning und Bernhard Hohlgang. Ich begrüße Sie. Hier ist Genial daneben. Schön, dass Sie da sind. Freue mich sehr. Möchte auch heute keine Zeit verlieren. Wir haben ein interessantes Rateteam. Heute ein bisschen älter als sonst, Jürgen. Ach, Herr Baller, lassen Sie mal stecken. Herr Baller, lassen Sie mal stecken. Ich habe das Gefühl, dass Sie heute keine Chance haben. Denn ich glaube, in dieser Kombination, oder auch Kombination, saßen wir noch nie zusammen, oder? Und ich glaube, das sind doch die intelligentesten Kollegen, die wir in unserem deutschen Fernsehen Ländle gefunden haben. Lebenserfahrensten, sagen wir mal so. Ja, aber das, wir sollen das anfangen. Die biologische Uhr tickt. Ja. Einige von denen sind älter als sonst die Summe der Gesamtgäste. Nein, das war nicht richtig. Einige, einer. Sie, Herr Ball. Dankeschön. Aber Frau von Sinnen, da könnten Sie recht haben. Das macht mir auch Angst, wenn ich da hingucke. Ne? Also innerlich. Mit recht, ja. Aber es macht auch Spaß, wenn man aus der Richtung man in die Offensive gehen kann. Man da bin ich mal sehr gespannt. Also ich habe ja nichts dagegen. Ich meine, schlaue Leute sind hier immer willkommen. Nicht? Heute wird gelöst. Soll ich gleich sterben oder? Nein. Warte ich noch bis zum Ende der Sendung. Ich freue mich sehr, dass Herr Herbert wieder erst löst. Du verstehst den Hugo falsch. Es geht nicht darum, wer älter ist, sondern darum, wer näher am Tod ist. Ja, natürlich. Das weiß ich doch schon. Das kenne ich doch schon. Lass uns. Jetzt seid nicht so makaber, das könnte ich ja auch sein. Nein, Frau von Sinnen. Nein, überhaupt nicht. Sie sind doch jung und knackig. So ist recht, Herr Baller. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, wenn die Jungs hier heute für die Intelligenz sorgen, sorgen wir beide mal für die Erotik. Au, das ist mal eine Aufgabenteilung. Wer sorgt hier für die Erotik? Ich, Herr Baller, ich. Ich merke gerade an Ihrem Blick, dass Sie da nicht im Moment richtig kompatibel sind. Hella, es reicht aus, wenn du sendest. Lass ihn einfach nur empfangen, damit hat er genug zu tun. Na prima, freue ich mich ja jetzt. Jetzt bin ich auch gespannt. Ja, ich auch. Geht ja richtig gut los. Wir alle in den Stunden schon sitzen. Ist ja so ein bisschen, ne? So, alter Mann, ruckzuck jetzt hier. Zack. Manfred Pöppe. Ja, fängt ja schon sehr gut an. Keine Chance, direkt nächste Frage. Manfred Pöppe aus Paderborn. Wenn er Paul Pöppe aus Paderborn hat. Herr Baller, Herr Baller! Vielleicht heißt er ja mit zwei. Herr Baller! Frage! Also Manfred Pöppe aus Paderborn. Ach, so ist recht. Alliteration heißt das entsprechende. Manfred Pöppe aus Paderborn, Pöchte. Paul Pöppe wäre in der Tat witziger. Können Sie jetzt bitte die Frage vorlesen? Manfred Pöppe aus Paderborn. Ich bin jetzt schon so müde, ich könnte schon gehen. Wäre auch ein schöner Titel für Howard Carpenter. Er will uns in Trance bringen. Paul Pöppe aus Paderborn. Manfred Pöppe aus Paderborn. Ich fange jetzt mal an. Also, es folgt die Werbepause. Manfred möchte wissen, was ist ein Ohrensack? Herbert. Ohrensack. Ein Käfer. Bitte? Ein Ohrensack ist ein Käfer. Ja. Der, wenn er seine Jungen in einem sackförmigen kleinen Kokon zwischen seinen Öhrchen trägt. Der Käfer? Ja. In welchem Land gibt's den denn? Tunesien. Wir beginnen mit... Gut, Portugal wäre jetzt witziger gewesen, wegen P. Also, Gehen wir doch mal vom Alter aus. Weil wir eine alte Runde, ich glaube, das ist eine entsprechende Frage, die man sich zurechtgelegt hat. Ohrenbehaarung, Nasenbehaarung, damit kennen sich die meisten Leute aus. Nose Hair Trimmer ist das entsprechende. Ohrenbehaarung ist ja wesentlich schwerer zu entfernen, vor allen Dingen, wenn man sich in der Schwerelosigkeit befindet. Alternde Astronauten, die jetzt in der internationalen Space Station unterwegs sind und ihre Ohrenbehaarung entfernen möchten, laufen natürlich Gefahr, dass das Gestrüpp, das sie dann dort entfernen, die Lüftungsschächte und die elektronischen Geräte einfach versaut. Blockiert, versaut und dann muss alles für viel Geld neu gemacht werden. Darum ist speziell in der Weltraumforschung der Ohrensack entwickelt worden, den man, bevor man den Ear Hair Trimmer einführt ins Ohr, wie eine Saugglocke quasi über die Ohrmuschel ansetzt. Ja.
Das ist auch meine Antwort, Herr Balder. Sehr, sehr gut. Ist der Ohrensack einfach nur ein hohles Ohrläppchen? Wie sieht denn ein hohles Ohrläppchen aus? Ich war noch nie drin, aber wenn man reinpustet, wird es rund. Wie so ein das hohle Ohrläppchen wird rund, ja, wenn man reinpustet. Ja, weil es dann halt ein Sack wird. Wer hat denn sowas? Ja, Herr Balder, haben Sie mal so gemacht? Wenn sich die Vorder- und Hinterseite verschieden bewegt, sind Sie nah dran. Wenn wir beim Ohrläppchen sind, vielleicht also ist das bei, sofort, jetzt. Ganz kurz, ich bin ganz fertig. Jetzt so Piraten oder auch bei Naturvölkern, die so ganz, gibt's ja, ne, die so unheimlich schwere Gewichte in ihre, ja, weil die das sexy finden, in die Ohrläppchen das tackern. Und dann die Maasai in so, Kenia. Ne? Ja, und dann genau. Werden die ja lang und länger und haben ein bisschen eine sackförmige Form dann, die, ja, Ohrläppchen. Ich glaube, Herbert weiß es. Ja, aber ich wollte eigentlich anbieten, mit den Ohren zu wackeln. Oh. Ich bin dabei. Ja. Sehr schön. Das ist, darf ich sagen, weiter. Komm, ja, ja. Ja. Ich werde jetzt nicht mit dem Sack wackeln. Ich wollte es nur sagen. Vergelt's Gott, ja, vergelt's Gott, danke. Ja. Danke. Ja. Alle sind hier für mich, Herr Balder, alle sind für mich. Beim Ohrenwackeln braucht man übrigens einen Muskel, der bei einem Großteil der Menschen schon nicht mehr benutzt wird. Evolutionär ist der aussortiert worden. Ich möchte wissen, einige was ein sind noch sehr nah an den Tieren, die... Ich kann auch noch mit den Ohren wackeln. Kann man mich kurz schneiden? Das ist auch nicht schlecht, aber das ist auch nicht schlecht. Herr Balder? So. Kannst du das auch? Alexandre Dumas beschreibt... Der Ältere oder der Jüngere? Stimmt, die hieß wirklich bald. Da gibt es zwei. Ja, Sohn und Vater, der, ja. Der Enkel, dessen der Plantagenbesitzer, ja, war und mit einer Sklavin Dumas Vater zeugte und sie dann verkauft hat mit den Kindern. Das ist scheiß Abiturient. Ach so. Also, Alexandre Dumas, ja, schreibt in seinem Buch Durch den wilden Kaukasus, dass die örtlich... Das ist das wilde Kurdistan. Entschuldigung. Mit Hatschi Alef Omerwen, Hatschi Abul Abbas, eben Hatschi Davud Al-Gossara. Den meinen wir aber nicht. Die Tschetschenen waren ja die Rebellen dort und die örtliche Kommandantur lobte ein Kopfgeld aus. Und es reichte aber, wenn diejenigen ein Ohr brachten. Und da sehr viele Tschetschenen auf diese Weise das tägliche Brot darstellten, hatten die alle einen Sack für diese Ohren. Mozart hat ja den Ohrensack. Was hat er der? Einen Ohrensack. Wozu denn? Ja, zum besser hören. Ach, so ein Schalltrichter. Ja, gewissermaßen. Bei Hunden, ja, gibt es doch, ja, bei Hunden manchmal so einen Trichter. Nein, das ist nicht zum Hören, das ist, damit die sich nicht kratzen. Ja, ja, das ist aber schon klar, aber Mozart tut Mozart den auch so. Besser hören. Ja. Aber wo ihr gerade bei Hunden wart, ich habe gesehen, das doch auch bei Pferden öfter, dass die, ja, so komisch. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt auch nahe dran. Es ist ein Begriff aus der Tierwelt. Es ist ein spezielles Organ, vor allem bei Vögeln, die diesen Ohrensack haben. Bitte? Ja, du musst schon von Anfang an zuhören. Wir reden hier die ganze Zeit auf dich ein und du sagst schon, ja bitte. Ne? Das geht ja auch nicht. Ich glaube, er hat von Anfang an zugehört, er hat nur mittendrin angefangen zu vergessen. Ja. Weil sein Ohrensack defekt ist. Nee, aber bei Frosche, vielleicht nennt man da den Ohrensack, weil der da, wo so, immer so, ja, Ohren sind, der bläst. Das ist ein Organ bei Tieren. Ja, welches Organ? Amphibien. Ja, der Ohrensack. Wie sieht denn das aus? Rund. Wie ein Sack. In Fußball, weiß. Welches Tier hat das denn? Frösche. Kröten. Säugetiere. Hub. Ah, hier, Wangen, Backen. Alles falsch. Wie wär's denn? Seid ihr bereit, wir sind hier ganz kurz in die Welt der Bäckereien. Aber nur ganz kurz, dann sage ich es euch. Bäckereien und Konditoren. Ja. Es gibt doch Schweineohren. Mhm. Und die sind sehr glasiert. Und vielleicht ist bei der Ausfuhr von Fabriken in Bäckereifilialen ein spezieller Sack nötig, damit der Geschmack von diesen Schweinsohren jetzt nicht auf die Berliner überwandert. Oh. Jetzt sage ich es euch. Ist es eine Pflanze? Nein, es ist ein Hilfsmittel für Büchsenmacher. Für was? Für Büchsenmacher. Ja, Konserven und so eine Scheiße. Gewehre! Gewehre. Um das Zielfernrohr eines Gewehrs exakt justieren zu können, muss die Waffe beim Einschießen abgelegt und stabilisiert werden. Ja. Und dazu wird so ein Sandsäckchen benutzt, das ich hier, oh, habe. Der Lauf liegt mittig auf, links und rechts entstehen kleine Hebungen, die wie Ohren aussehen. Deswegen heißt das Ding
Stimmt, das erinnert mich entfernt an ein Kaninchen. Ohrensack. Manfred Pöppe aus Paderborn, 500 Euro. Gratulation. Ach, oh. Es geht weiter. Wir gehen nach Ferl, meine Damen und Herren. Dort wohnt Dennis Michelswirth. Dennis Michelswirth aus Ferl möchte wissen, Redewendung, aus dem Nähkästchen plaudern. Woher kommt diese Rede? Das weißt du, Herbert. Bedeutung, anderen Einblick in Privates bzw. Internes. Aus dem Nähkästchen plaudern. Du brauchst diesen Druck, damit du zu Ergebnissen kommst. Aus dem Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen plaudern. Naja, ich sag's halt. Und zwar? Weil man im Nähkästchen die Geheimnisse versteckt hat. Welche? Naja, welche Geheimnisse? Dann wären es doch keine Geheimnisse, wenn man wüsste, welche. Ne? Jetzt? Jetzt komme ich, die sich ja seit 20 Jahren beschneidern lässt von unter anderem Hasi Hartlieb. Sie lassen sich beschneiden? Beschneidern. Ach so, beschneidern. Klamotten machen, unter anderem von Hasi Hartlieb, mein Haus- und Hofschneider. Und ich glaube, dass selten jemand so intime Einblicke, sowohl in meine Körperlichkeiten wie auch in andere Dinge bekommt, wie ein Leib- und Magenschneider. Ich glaube, also, ja, weil ich bin beim Hof. Ich denke also, so des Kaisers neue Kleider mäßig, wenn sich ein Fürst, ein König neu ankleiden ließ oder sich Uniformen schneidern ließ, dann war der Hofschneider jemand, der sehr intime Einblicke bekam. Nicht nur in seine Körperlichkeit, sondern auch bei so einem Schnack, also bei einer Ankleiderei, da bekommt man einfach auch ins Plaudern. Und ich denke, dass eben deshalb der Schneider am Hofe besonders, wie zum Beispiel, also jetzt habe ich wieder eine Idee. Schon der wieder? Schneider, ja, ja, weil nein, nicht das eine neue, ist sondern ja was, diese. Ja, auf, nein, ist ja was diese, los bei Ihnen heute? Ja, passen Sie auf, dieselbe Idee weiter fortgeführt. Der Schneider nimmt also Maß. Ja. Und währenddessen, wir kennen alle die alten Sissi-Filme, erzählt Kaiser Franz Josef mit seinem Hofmarschall neue Pläne, Ungarn, wo gehen wir rein, wen machen wir tot. Ja. So, während der Anprobe hat der Schneider hat viele intime oder auch politische... Hatten damals alle Schneider einen Sprachfehler? Nein, Schneider haben Nageln im Mund, ach so, und Bäume. So, und der Schneider hat mehr oder weniger unfreiwillig sehr wichtige Informationen bei Hofe bekommen. Und wenn er die dann weitergegeben hat, hat er aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wo ist das Nähkästchen? Beim Schneider nebendran, da sind die Nadeln drin, deswegen spricht er so. Ich denke, die Nadeln sind im Mund. Herr Walder. Ja, aber vorher im Nähkästchen, da muss er sich erst mal rausholen mit Fäden. Mit. Dann kann er aber auch normal sprechen. Also pass mal auf, Herr Walder. Nicht in dem Ton. Ich fand mich jetzt enorm intelligent. Ja. Also. Ist ja auch die richtige Antwort gewesen. Das ist soweit falsch. Also wir Menschen haben ja ursprünglich in Nähkästchen gewohnt. Das ist ja wissenschaftlich eine Binsenweisheit, dass wir alle immer größer werden. Das heißt ja... Nicht alle. Das heißt ja... Es gibt Ausnahmen. Das ist ja relativ. Wir waren ja alle früher viel kleiner in der Steinzeit. Doch, also auch Bernhard... Nein. Jetzt vor 50.000 Jahren... Ach so. Wäre Bernhard ganz klein gewesen. Noch kleiner? Ja. Und das Nähkästchen... Da wäre eine Amöbe für mich eine Herausforderung gewesen. Das Nähen gehört ja zu den ältesten Tätigkeiten, die der Mensch in seiner Freizeit so durchführt. Also Essen, Mammutschlachten, Nähen. Und das Nähkästchen ist dann auch schon eine der zweitältesten Behausungen. Ja, eben. Ich habe wieder eine gute Idee. Ich bin in der Biedermeier, ganz kurz, bevor ich es vergesse. Und du merkst es dir ja immer gut. Ich bin kurz in der Biedermeierzeit. Ich bin in einer prüden Zeit. Und vielleicht haben Mädchen sich mit Fädchen in ihre Taschentücher, die sie ja gerne haben, fallen lassen, um dem Kavalier eine Message zu geben, kleine Signale irgendwie eingesteckt, weißt du? Versteckt. Oder ja, aber so irgendwie mit Farben, kleine Kreuze oder was auch immer reingekommen. Ist ja eine scheiß Arbeit vorher, ne? Und zwar. Und deswegen sagt man heutzutage noch aus dem Nähkästchen plaudern, weil da geheime Nachrichten in Taschentüchern. Ich habe in den Atempausen schon mal Buchstaben. Hast schon was verraten? Früher am Hofe haben die Damen ja gerne zusammengesessen und genäht, weil es gab ja noch keine Computerspiele. Genau. Und
da hat man sehr viel private Dinge ausgetauscht. Stimmt. Da haben die einfach so rumgetratscht. Und deshalb spricht man von aus dem Nähkästchen plaudern. Nur bei Hofe? Bei Hofe generell, auch bei Dorfe. Auch auf Bauernhöfen. Also generell haben Frauen zusammengesessen, haben genäht. Ja. Ja. Und dabei haben sie viel erzählt, auch und private getratscht. Dinge. Ja. Und daher kommt der Begriff aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, richtig an. Ja! Das habe ich doch schon gesagt, dass die Geheimnisse im Nähkästchen. Das habe ich doch gesagt. Sag's doch mal laut, sag's mir auch mal. Das sage ich jetzt auch. Das habe ich doch gesagt, dass die Geheimnisse in dem Nähkästchen ausgetauscht haben. Ach, vergiss es. Also ich wollte mich heute nicht aufregen. Aber jetzt reg ich mich wieder auf. Ich hatte den Eindruck, wir haben es eigentlich alle gesagt, aber er braucht die Formulierung einfach die Formulierung. Einfach ja, ja. Die Menschen waren früher viel kleiner. Also ich kann das nicht für mich beanspruchen. Also Dennis, es tut mir wahnsinnig leid, aber das haben jetzt sowohl Herbert Feuerstein als auch Bernhard Hoeker, als auch Heller und Jürgen und Herr Boning alle gewusst. Ganz kurz. Ach so, Jürgen wollte es erst noch sagen, kam aber nicht dazu. Es gibt kein Geld, meine Damen und Herren, wenn Sie eine Frage zu Hause haben oder auch 3, 15 oder 2 Millionen, völlig egal. Schicken Sie uns die Fragen genial daneben 50616 Köln oder rufen Sie an 01 37 18 11 20 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Sie können auch zu uns kommen wie Alexandra Richter. Sie wohnt in Köln, ist heute Abend hier bei uns und hört. Alexandra, wo finden wir Sie hier im weiten Rund? Dort. Alexandra, ich begrüße Sie recht herzlich, stelle Ihre Frage und drücke Ihnen den Daumen. Alexandra Richter möchte wissen, was ist ein Atemknie? Das Atemknie? Ja. Ah, das ist aber jetzt wirklich ein Insekt. Ja. Doch, das sind so merkwürdige Biester, die durch ihre Knie atmen. Ja, richtig. Kellerasseln zum Beispiel, genau. Wieso ist eigentlich alles immer ein Insekt? Weil das meistens die richtige Antwort ist. Wobei ich jetzt glaube, dass Kellerasseln keine Insekten sind. Ich glaube, die gehören zu den Schalentieren. Vielleicht, ich meine, ich bin ja Asthmatiker. Und das hat ja eine so gebogene Form. Das Röhrchen, wo man dann sprüht, das könnte man im weitesten Sinne auch ein Knie nennen. Und das verschafft mir ja wieder Atem. Ich mache also. Macht das nicht auch manchmal? Ist es das? Nein, das ist Kindergeburtstag. Ah nee, stimmt, das ist Kindergeburtstag, da pustet man rein. Musikinstrument. Weil da sagen Sie was, lassen Sie mich nicht so in der Schwebe. Medizin, nein. Musikinstrument. Nein. Au. Ja. Ja, aber welches? Also, ganz im Ernst, die hat noch nicht mal angefangen zu schwitzen. Na, also, das Orgel. Nein, man spricht, man spricht ja von Gold in der Kehle. Ja. Kann ja auch die Kniekehle sein. Ja. Und Kniekehle singen? Schwierig. Es ist schwierig. Es gibt aber auch Sägen, die singen können. Also warum keine Kniekehle? Das singende Knie ist ein schöner Künstlername. Nein, das Atemknie ist eine Missbildung in der Lunge, in dem Bronchien. Eine Missbildung. Habe ich dich, ne? Eine Missbildung. Nicht unbedingt eine Missbildung, also ein bestimmter Teil der Bronchien. Das muss ich genauer wissen. Warum? Weil es nicht stimmt. Weil es nichts, aber auch gar nichts damit zu tun hat. Wer sagt das? Völlig anderer Ansatz. Wer sagt das? Ich. Sie. Ist es ein Mitglied der berühmten... Hallo, Moment, stimmt es denn etwa? Nein, überhaupt nicht. Zirkusfamilie Knie. Zirkusfamilie Knie und ein Mitglied konnte besonders lange die Luft anhalten und unter Wasser bleiben. Ach so, ich dachte, der berühmte Atemknie. Ah, ich dachte, ein Mitglied konnte atmen, aber das ist... Also Knie zum Beispiel nennt man ja auch eine sehr scharfe Biegung in einem Fluss. Zum Beispiel die Aare bei Bern, also macht so einen scharfen Knick, das nennt man das Knie. Oder die Atem bei Luzern, dieser kleine Die Fluss. Atem auch. Ja. Und die hat dann ein Knie. Das könnte das Atemknie sein. Ansonsten, wenn sich das Knie paart mit einer Stromschnelle, wo also das Wasser besonders sauerstoffhaltig wird, dann nennt der Geologe oder der, wie sagt man, Limnologe, Limnologe genau diese Stelle das Atemknie. Ist das richtig? Ja. Nein. Richtig. Was soll denn das? Was soll das? Tut mir leid, ich hab die Antwort gelesen und da steht was anderes. Hatten Sie eben Medizin schon gänzlich ausgeschlossen? Aber sowas von komplett. Atemknie. Instrumente war auch komplett abgelehnt. Instrumente auch, ja. Atemknie, ist es was, um einen Kamin zu befeuern? Oder ist es etwas in einem... Das heißt ja nicht befeuern, das heißt ja anfeuern. Ja, da muss ja Luft rein. Kamin, anfeuern. Aber Kamin, Musikinstrumente haben ausgeschlossen, ne? Ich dachte einfach, dass vielleicht in einem
also es gibt doch diese lustigen Dinger auf Schornstein, die aussehen wie Katjes. Schornsteinfeger. Nein, ich meine diese kleinen Biester, die aussehen wie Katjes. Die sah man in den 50er und 60er Jahren öfter als heutzutage. So kleine Klappen, so silberne, ja. Die sahen aus wie so Katjes. Ja. Sind die aus Lakritze? Nein. Herr Walder, und jetzt habe ich langsam die Geduld verloren mit Ihren albernen Zwischenfragen. Ich frage mich nur, ein Kamin, ein Schlot, will ja auch atmen und, ne? Ja. So. Ich frage mich, ob es etwas zur Beatmung eben beiträgt in einem Kamin, in einem Schlot. Ist es ein Begriff aus der Reha? Eine Übung, bei der man die Knie Medizin haben wir so weit an den Leib ziehen muss, dass man den Atem auf den Knien spürt. Ich war eben auch schon bei Wiederbelebung, aber Medizin ist es ja nicht. Bitte? Herbert, kannst du das vormachen? Ich habe gar nicht zugehört. Eigentlich. Weil ich wusste, dass es nicht stimmt. Ich glaube, das Atemknie ist eine verbogene Luftsäule. Warme Luft steigt nach oben auf und wenn dann kalte Luft oben drüber liegt, macht diese Luftsäule einen Bogen, ein sogenanntes Atemknie. Nein, das ist der Bogen. Richtig. Das Atemknie ist unter Wasser. Wenn kaltes Wasser abfällt und dann auf warmes Wasser trifft, macht es eine Biegung. Und das ist die Biegung. Gut. Sind wir denn in der Biologie bei Fischen? Ist das Atemknie etwas an den Kiemen bei Fischen? Helle Hase. Oh, oh. Entweder er verarscht mich jetzt hier wirklich nach Strich und er verarscht mich nach Strich und Faden. Sie schwitzt. Ich glaube nicht. Und wenn, dann aus einem anderen Grund. Ist es denn, aber ist es denn in einem Aquarium das Atemknie? In einem Fisch? Eher nicht, Frau Wahnsinn. Also bin ich ganz, ganz sicher. In einem Teich. Was soll es denn im Teich? Ach, das ist das alte Umwasserbeatmen. Teich ist es nicht. Teich nicht. Im See. Wir sind aber bei einem Gewässer. Meer. Nee, beim Gewässer so würde ich auch nicht. Ah, so. Wasserleitung. Nein, wie wär's denn? Aber es hat mit Wasser Abfluss. Zu tun. Abfluss. Unter Umständen auch. Ja. Sanitär- und Heizungswissenschaft. Kann man das studieren? Ja, am Po gibt's eine Uni. Und zwar das Atemknie ist, das Problem ist, wenn ein Unterdruck in Rohrleitungen entsteht, dann geht das Wasser nicht mehr weiter oder was auch immer da durchgeht. Und deshalb gibt es ein sogenanntes Atemknie, in dem sich Luftreserven bilden, die dann druckausgleichend wirken. Ja. Und naja, ich bin schnell beim Taucher, Tauchermaske. Haben ja hier den Schnorchel und hier ist ja definitiv auch ein Was hat denn sonst noch so ein bisschen so was mit Wasser auch zu tun? Darm, Schmerlen, Darmatmer. Natürlich, das sind Tiere, die in der Lage sind, Atemluft mit ihrem Darm aufzunehmen. Wir können es uns vorstellen. Schmerlen. Wetter, Regen. Regen hat mit Wasser zu tun. Das hat noch mit Wasser zu tun. Wasserfälle. Sprudelflaschen. Lass mich mal was versuchen. Probier mal. Unsere Wellensittiche, ja, die haben so ein Trinkgefäß und wenn die da Wasser rausholen, muss ja irgendwo wieder Luft nachfließen, sonst käme es nicht raus. Und diese Luft kommt durch das Atemknie in den Behälter hinein. Also sind wir im Vogelkäfig? Nicht unbedingt. Das ist auch bei allen möglichen Gefäßen. In der Tierhaltung. Ja, etwas nimmt. Das ist soweit völliger Quatsch. Sind wir im Schwimmbad? Sind wir im Schwimmbad? Wir sind noch nicht im Schwimmbad. Das Gift. Ich sag's euch. Ja. Wir sind zum Beispiel im Sumpf. Atemknie bildet sich zum Beispiel bei einer Sumpfzypresse, einem Baum, der vor allem in den USA und gerne im Sumpf wächst. Wenn der Baum älter wird, wachsen einige Wurzeln nach oben an die Erd- und Wasseroberfläche. Was dann rausguckt, hat die Form eines Knies. Diese Wurzeln sollen der Sauerstoffaufnahme des Baumes dienen. Daher heißen diese Wurzeln Atem. In der Pflanzenwelt sind wir und Alexandra Richter kriegt jetzt 500 Euro. Gratulation. An diesem Tisch. Habt ihr mich verstanden? Ja. Da bin ich sehr gespannt. Sie kommt von Katrin Schönrath aus Beelitz, das liegt in Brandenburg. Und Katrin möchte wissen, was ist ein Knickschieber? Ein was? Knickschieber. Beelitz ein Knickschieber. Ist eine Spargelgegend. Der Knickschieber steht bestimmt im Zusammenhang mit dem in Beelitz verbreiteten Spargelanbau. Genau. Das heißt, ich habe ja selber noch nie Spargel gestochen. Aber man sticht wahrscheinlich bevor man den Spargel sticht,
muss man mit einem geknickten Schieber, der in der Fachsprache übrigens auch Knickschieber genannt wird, das Erdreich beiseite schieben. Das ist soweit nicht richtig. Der Knickschieber ist bei einer Kuchenschaufel das Ding, was abgeknickt ist und was man nach vorne schiebt, damit der Kuchen nicht kaputt geht, wenn man ihn auf den Teller legen möchte. Das ist Quatsch. Dann ist der Knickschieber etwas aus dem Standardtanz. Die Menschen schieben ja. Die Menschen schieben. Oder auch eher im Kaffeekäse. Ich glaube, ich bin doch eher bei Senioren, die schieben sehr gerne. Ihr seid sehr lieb. Die schieben gut gelaunt über die. Die Frau. Pass auf, die schieben. So. Jetzt bin ich aber die Frau. Ach so, ja. Wieso das denn? Weil das der Mann ist. Ah, außerdem habe ich noch nie mit kleineren Frauen getanzt. Ich kann damit ja so, damit kann ich umgehen. Okay. So, ja, ihr schiebt jetzt gut gelaunt mit einem Slow Fox. Schiebt mal in die Richtung, damit wir euch auch im Bild sehen. So, und wo ist jetzt der Knick? Ach so, wir müssen uns umknicken. So. Der Knick war vorher in der Optik, dass ihr euch überhaupt gefunden habt. Das ist mein Vater immer, du hast einen Knick in der Optik. Das ist mein Vater selig immer, du hast einen Knick in der Optik. Der Knickschieber, ich bin bei, wie erkläre ich das? Ich habe ein Bild im Kopf, das ist so komplex. Und zwar, wir stellen uns ein Wohnmobil vor. Ein Wohnmobil hat einen Auffangbehälter für das Abwasser, für schwarzes und graues Wasser. Man kann jetzt an einer anderen Stelle des Wohnmobils einen Schieber bewegen und der Hebel, der den bewegt, macht einen Knick. Das heißt, ein Schieber wird bewegt durch eine um den Knick befindliche Stelle herum organisierte Mechanik. Und das ist falsch. Und da bin ich sofort. Jetzt bin ich bei Sanitäranlagen Knickschieber, ein Schieber, der verstopfte Leitungen entpropfen kann. Ist das vielleicht eine. Aber eine, ich bin im. Entschuldigung, mal ist eben. Völlig in Ordnung. Weil, damit wir zur nächsten Frage kommen. Ja. Also, ich bin im Winter. Und zwar kennen wir alle Schneeschieber, die vorne an einer Lokomotive angebracht sind. So, wir alle kennen aus den diversen Filmen über den Lokomotivenbetrieb in den 30er Jahren diese Schieberform, die vorne an großen Dampflokomotiven angebracht ist. Das heißt, 90 Grad Winkel, links und rechts gleitet der Schnee dann den Bahndamm hinab und die Lokomotive kommt vorher. Das ist der Knickschieber. Ich glaube nicht, dass du dir deiner Sache sicher falsch bist. Ach. Lass mich, ist der Schnee ganz falsch oder ist das vielleicht ein Gerät, was man kombiniert einmal als Schaufel benutzen kann und dann kann man die Schaufel abknicken, sodass man mit demselben Gerät plötzlich den Schnee auch schieben kann. Nee, und deswegen bin ich in der Medizin, zum Beispiel bei einem HNO-Arzt oder bei so Chirurgen, die irgendwelche Leitungen wieder auf Venen, Arterien, Stichwort Thrombose. Wir brauchen den Knickschieber in der Medizin, Herr Balder. Nee. Also, ich habe bisher noch nichts gesagt und habe eigentlich auch keine große Lust, was zu sagen. Und deswegen sage ich jetzt gar nicht. Nein, es ist einfach ein Schieber für uns ältere Menschen, wo man schon mal ein bisschen einknickt beim Schieben. Nein? Ist es nicht. Ist der Knickschieber jemand, der ungebügelte Socken oder ungebügelte Kleidungsstücke illegal verkauft? Viel einfacher. Was? Es ist viel einfacher. Ein Schieber. Aber verkauft Schieber genau Nachkriegszeit. Knick, mein Opa war ja Eierhändler. Knickei, das sind die Eierhändler. Ja. Habt ihr selber Geflügelzucht gehabt? Also ich habe ihn nicht mehr kennengelernt. Aber der ist morgens mit dem Handwagen, 20 Kilometer, hat die Bauernhöfe abgeklappert. Dann waren da die ganzen Eier drauf. Und der hatte den Knickschieber, ne? Dabei gingen immer Eier kaputt. Und abends musste die Familie essen. Mein Vater ist, glaube ich, ausschließlich mit Eiern großgezogen worden. Ja. So, und der hat die Knickeier gegessen. Das waren die kaputten Eier. So, und wenn jetzt jemand ohne Konzession den Eierhandel betreibt, dann ist das ein Knickschieber. Genau. Und jetzt. Und jetzt. Hat was, ne? Also.
jetzt habe ich noch eine Idee. Jetzt bin ich bei Süßigkeiten, bei Schokoladentafeln. Ich nenne jetzt die Marke nicht, aber kann auch eine herkömmliche Tafelschokolade sein, die du ja gerne mal knickst, damit du den ersten Riegel aus der Verpackung. So. Und ich glaube, es ist noch nicht erfunden worden, Herr Balder. Ich glaube aber, ich brauche einen Knickschieber. Ja. Denn es ist ja auch so schön, falls man mal ein Stück Schokolade übrig lassen sollte, was mir noch nie passiert ist von einer Tafel Schokolade. Aber wie wäre es denn schön, wenn man erst knickt? Ich glaube, Frau von Sinn, ich glaube bei Ihnen, ehrlich gesagt, nicht so sehr, dass Sie mal in die Verlegenheit kommen, einen Knickschieber zu gebrauchen. Ist es vielleicht aus dem Verkehrswesen? Sie meinten ja jetzt, Sie wollten gar nicht auf meine Schokoladenidee eingehen, sondern Sie waren jetzt direkt bei mir. Das heißt, wir sind in der Urologie. Man hat ja nicht gerade gesagt. Ich habe das gesehen. Sie hat gerade gesagt, Sie haben den Eindruck, niemand käme auf die Idee bei mir, das Helly einen Knickschieber zu benutzen. Das heißt, Sie meinen mich persönlich. Ist das ein... Also sind wir in der Bundeswehr? Nein, was? Ich meine, ist das dann ein deformierter Penis? Ein Knickschieber. Sehr schöne Idee. Denkbar. Was ist denn bei einem deformierten Penis so schön? Wie wir alle wissen. Na, die Idee des deformierten Penis, so. Das war, fand ich jetzt schön. Aber Sie meinten mich eben wirklich persönlich? Oder war das wieder eine alte Finte von Ihnen? Nee. So, danke. Aber also, im weitesten Sinne so. Nein, nicht unbedingt. Aber schlecht vorstellbar. Aber vielleicht doch. Man ja, also entweder geht es darum, dass ich fett bin. Nein. Oder lesbisch. Nein. Oder eine Frau. Es geht doch immer nur darum, Herr Walder. Doch wahr. Ja, es ist wahr. Also ich glaube, ich werde jetzt... Ah, nein, das sind diese Magenbänder für eine Magenverkleinerung. Weil Sie wissen, dass ich immer mein Gewicht halte, seit Jahren. Und ich käme nicht auf die Idee, mich so einer Operation zu unterziehen. Deswegen sind Knickschieber so kleine Plastikpumpel, die man um den Magen macht. Dann ist in dem Magen ein Knick und man kann Essen rein. Man nicht macht mehr. Kleine Plastikpumpel um den Magen? Ich gehe mal davon aus, ich bin keine Chirurgin, aber irgendwie müssen Sie doch diese Magenverkleinerung machen. Ich bin auch kein Chirurg, aber ich weiß, dass man um den Magen keine kleinen Plastikpumpel macht. Ja, was denn? Was denn, Sie alter Klugscheißer? Was denn? Ja. Ich werde es euch gleich sagen. Zwei Vorschläge. Ja, das die letzten beiden. Das erste wäre Verkehrswesen, ja. Schubverbände. Bitte wer? Schubverbände, ja. Also Schiffe, die andere Schiffe fahren oder Züge, die schieben statt ziehen. Ja. Und da gibt es halt Knickschieber, wo das Gelenk sich verändern kann, das verbindende Gelenk. Ja. Zweite? Das zweite ist, ich war bei so Gürteln oder sowas, wo man den Gürtel durchschiebt und dann knickt man das Plastik um, aber das möchte ich überhaupt nicht sagen. Das ist der Knackschlag. Aber das ist eine gute Idee, weil ich auch immer Overalls trage, deswegen käme niemand bei mir auf die Idee, etwas mit einem Gürtel an mich heranzulassen. Man könnte natürlich noch Roulette sagen, da wird ja auch geschoben, ist von unten geknickt. Ja, aber wieso aber das kommt der alte Mann auf mich? Wieso sagt er Sie? Wieso ich sag's euch jetzt. So, jetzt bin ich aber gespannt. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich einen Knickschieber in der Hand, Herr Boning hatte einen Knickschieber in der Hand, Herr Hoeker hat einen Knickschieber in der Hand. Golf, Knickschieber, Minigolf. Kinderwagen, knicken, kleiner machen, schieben. Knick, das ist ein Knickschieber. Das ist ein Knickschieber. Gut, Herr Balder, aber deswegen war Ihr Hinweis wirklich völlig für die Nuss, weil ich habe Patenkinder, die natürlich durchaus geschoben habe. Ich spreche von habe. Eigenen Kindern, was? Frau von Sinn, von eigenen Kindern. Also da sich Hella... Trotzdem war der Hinweis falsch. Nein. Da die Hella sei top. Doch war der falsch, der war falsch. Katrin Schöner hat das Spiel. 500 €. Ja. Gratulation. So, jetzt gehen wir nach Bochum, meine Damen und Herren. Dort wohnt Marcel Budde. Lösen jetzt. Markus Budde. Jetzt lösen. Marcel Budde aus Bochum möchte wissen, was ist ein Besprechungstropfen? Besprechungstropfen. Es gibt doch bei euch Kinder, ihr wisst das besser als ich, aber gerne vor dem Samenerguss kommt doch erstmal dieser kleine Lusttropfen heraus. Hella, ist das dein Moment! Und wenn ihr euch vorm Liebe machen mit dem Mädchen besprecht. Wer macht das denn? Ja, sie vielleicht nicht, weil sie in einschlägige Aber
der normale Mann an sich flirtet, bespricht sich und dann gibt es den, wenn der Mann erregt wird, gibt es den Besprechungs... Sagen Sie mal, Sie haben lange nicht mehr zugeguckt dabei, oder? Zugeguckt? Ja. Lange. Lange. Ja, da kommt wie alt bin ich jetzt? Aber was also, ist denn jetzt damit? Ja, ich dachte, das wäre dieser Lusttropfen. Dass man sich erst bespricht und dann... Warum soll man sich denn erst... Ja, warum soll man sich erst besprechen? Ich weiß, dass Ihnen das nicht einleuchtet, Herr Balder. Aber es gibt Menschen, die sprechen, bevor sie... Ich weiß es. Ja, und wenn die Menschen also aber sprechen, um das herbeizuführen, man spricht ja auch von das Huhn besprechen. Ja. Ne? Oder die Warze besprechen. Oder die Warze. Nur gar nicht. Was? Und dazu nimmt man ja meistens ein Getränk, sagen wir mal, ein Pikolöchen. Ach so. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Und beim Huhn besprechen das Pikolöchen, das ist der Besprechungstropfen. Oder der Chefetage bei Besprechen, also wenn, ne, so. Lass es doch erstmal stimmt sagen. Na, erstmal stimmt nicht sagen. Ich. Nein, in der Esoterik, also schon, aus der Richtung heraus, dass das etwas ist, ein Tropfen, ein homöopathisches Mittel zum Beispiel, das dann eben von dem Schaman oder Magier besprochen wird, damit es wirkt und lacht nicht so doof. Ja, das kann ich. Ich kann das auch hassen, weil ich fand deine Idee so super. Ich will auch was sagen. Aber nur, wenn ich danach auch noch was sagen darf. Wir haben keine Sorge, dass das passiert. Doch, haben wir. Wenn der alte Mann sagt, ich sage es euch. Ich bin, zugegebenermaßen ist das ziemlich langweilig, das Thema, aber ich bin in der Sensortechnik. Der, oh Gott. Der Besprechungstropfen ist der Tropfen eines Sensors, der von einer Flüssigkeit, auf diesen Sensor fällt, ihn anspricht und eine Reaktion auslöst. Hella, du bist dran. Kleine Hilfe von mir. Besprechungstropfen, ich helfe euch da einfach mal, ist eine ziemlich, wie ich finde, dämliche Formulierung für eine Sache, auf die man gar nicht kommen kann, wenn man es nicht weiß. Aber lass mich trotzdem vorher sagen, lass mich trotzdem meine Idee bitte formulieren. Also ich bin beim Hautarzt, Allergien, da gibt es ja immer diese kleinen Fächer auf dem Rücken, wo sie dir eine Spritze reingeben, wogegen du allergisch sein könntest, wo die Haut drauf anspricht. Der Tricktest. So, ja. Wo die Haut drauf anspricht. Und deswegen sage ich, dieses Injizieren dieser bestimmten Lösungen, das ist der Besprechungstropfen. Medizin? Nein. Und zwar, sind wir bei einer Geschäftsbesprechung und es ist sehr warm. Und wir sind bei einer Geschäftsbesprechung. Okay. Und die fangen an zu schwitzen, weil das so warm ist und das Gespräch in eine Phase kommt, wo die Erregung und dieser Schweiß, das sind die Besprechungstropfen. Daran kann man erkennen, nicht was schlecht. Das gegenüber denkt. Und wie wäre es mit dem alten Orangensaft, der da immer auf den Tischen steht? Ich glaube, Besprechungstropfen, das ist diese Situation, alle sitzen am Tisch, der Tisch ist super glatt, total, er glänzt, er ist sogar aus Glas. Und dann sagt der Chef irgendwie so, ich begrüße Sie alle und dabei fliegt ein kleiner Tropfen in die Mitte des Tisches. Er liegt da und schaut jeden Einzelnen an und sagt, schau mich an. Ich bin es, um den sich deine Gedanken kreisen. Das und der von der Besprechung ablenkt. Also sagen, wenn man gar nicht drauf kommen kann, dann muss das ja eine ganz abstrakte Anordnung sein. Dann bleiben wir mal bei der Besprechung. Das ist die Anordnung an dem Tisch, wie die Leute bei einer Besprechung sitzen. Nein, nicht die Anordnung, obwohl es damit auch etwas zu tun hat. Es ist das Gedeck. Die Form, wie die Gläser stehen, was man eben bei einer Besprechung braucht, um... Geht es um Macht, Tropfenform, dass vorne der Chef sitzt? Das ist das Entscheidende. Es ist das Arrangement. Ich weiß nicht, also Tropfenform hätte zum Beispiel... Der Tisch, das mögliche. Neon-Tisch. Der Besprechungstropfen ist ein ganz bestimmter Tisch. So eine apnierenförmige... Wie ein Tropfen! Der auf der einen Seite schmal und wird dann etwas breiter, damit alle den Chef sehen können. Nein. Er ist rund. Nein. Er ist oval. Das ist mir völlig wurscht. Er ist ein Rompen-Kub-Oktaeder. Jawohl. Er ist Glas. Also es ist das Möbelstück. Es ist der Tisch. Es reicht doch. Nein. In den Tisch rein. Das ist eine kombinierte. Die Stühle sind mit dem Tisch verbunden. Was ist ein Besprechungstropfen? Die Art, wie man bei einer Besprechung ein sitzt. Tisch. Die Anordnung. Das durchsichtiger Tisch. Ich werde es euch sagen. Ah. Also, es, glaube ich, hat jeder schon mal gesehen. Also ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt. Es ist ein Schreibtisch. Ein ganz normaler Schreibtisch. Und an der Vorderseite befindet sich ein weiteres, meist rund geformtes Tischchen, was man unter dem normalen Tisch hervorziehen kann, wenn der Tisch für die Personen nicht ausreicht. An diesem Extratisch, den man hervorziehen kann, der aussieht wie ein Tropfen, können noch zwei, drei Leute
Platz nehmen. Das nennt man Besprechungstropfen. Ich nenne das so nicht. Marcel Budde aus Bochum, 500 Euro. Nächste Frage. Frage. Und nicht viel Zeit, ich sage es euch gleich. Nein, ich wechsle nicht die Partei. Ich will noch eine Frage rauskriegen. Lösen. Nicht viel Zeit, aber vielleicht wisst ihr es. Wolfgang Müller aus Bruchsal möchte wissen, was sind Hand- und Spanndienste? Bitte was? Hand- und Spanndienste. Hand und Spann ist doch auch was am Körper. Was ist der Spann? Kutsche. Was sind Hand- und Spanndienste? Hat mit Pferden zu tun. Kutschen, das macht ein Kutscher, der leistet Hand- und Spanndienste. Wo ist denn nochmal der Spann am Körper? Ist das am Fuß? Hand und Spann. Gibt es nicht Spann am Körper? Spann. Die Spanne, die Elle. Nein, das ist ein alter Beruf. Den Büchsenspanner. Ja. Das ja. ist aus dem Kriegshandwerk mit der Armbrust, dass die vorgespannt wird und dann dem Schützen gegeben wird. Sowas? Nein. Hand und Spann. Habe ich echt noch nie gehört, habe ich auch keinen Plan. Hand und Spann. Also das hat nichts mit Militär zu tun. Ja, aber Fußball, da gibt es den Vollspann oder... Sowas wie Außenrüstung. Genau, vom Spann. Genau. Das ist doch vorne Hand, auf dem Fuß. Hand gibt es auch beim Fußball. Ich mein, ja, genau. Hand- und Spanndienste ist das. Ah, aber beim Handball. Was sind denn da die Spanndienste dann? Ja, wenn der mit dem Fuß den Ball abwehrt. Ja, das ist auch verboten. Das ist auch verboten. Beim also, Handball? Für den Torwart? Für den Torwart nicht. Ja, hallo, aber sowas von. Der ist Torwart erledigt die Hand- und Spanndienste dann. Ja. Nein. Ist es dennoch ein etwas frühzeitlicher Begriff von Menschen, die anderen Menschen die Schuhe anziehen und eventuell die Handschuhe überstreifen? Also Diener? Ledermacher. Was für ein Ding? Schuster? Ah, das finde ich gut. Das finde ich gut. Also ein Beruf praktisch? Ja. Nein. Also ich, und auch keine Dienstleistung von einem Diener an einem vor. Keine Dienstleistung. Nein. Ah, Schuhe anziehen. Hand und Spann. Sind wir bei Lieferanten? Sind wir beim Transportwesen? Eine Art von Besoldung. Von Besoldung? Von Besoldung, ja. Also Hand- und Spanndienste. Ja, man für Handwerk. Bestimmtes. Was, wenn man läuft oder mit der Hand was macht. Zum Beispiel, dafür wird man entlohnt. Da steht da drauf, 27,10 Euro für Hand- und Spanndienste. Was sind denn dann Hand- und Spanndienste? Ja, das, was immer bezahlt wird. Ja, was denn? Ja, zu Fuß, ich gehe mal, also ich muss ein Dach decken, dann habe ich irgendwie 2,5 Tonnen Ziegel dabei und die bringe, also so Dachziegel, und die bringe ich mit der Hand und mit meinen Füßen trage ich die zu dem Haus. Und dann wird die angefangene Stunde, wird dann halt mit 7.846 Euro berechnet zum Beispiel. Zunft. Ja. Also es hat was mit Zunftbrüdern zu tun. Überhaupt nicht. Das sind dann halt eine Spanne. Also Spannenlanger Hansel, Nudeldicke Dirn. Ja. Spanne ist ja die Handspanne. Also ist das ein ganz kleiner Typ. Die Nudeldicke Dirn ist das Gegenteil davon. Die Handschuhmacher, ja, die haben mit Hand und Spanne zu ja. tun. Okay. Und leisten Hand- und Spannendienste. Was hat das denn jetzt mit der nudeldicken Dirn zu tun? Nichts. Ja, nichts. Und? Einfach nichts, ne? Okay. Geil. Dann können Sie einfach singen. Was? Spannende Hansel, nudeldicke Dirn. Ich glaube nicht, dass wir da auch nur etwas weiterkommen bei Hand- und Spanndiensten, habe ich so den Eindruck. Deswegen werde ich es euch sagen, Hand- und Spanndienste. Regeln in vielen Vereinsordnungen. Wann Mitglieder zur Verrichtung von Arbeitsleistungen herangezogen werden können. Zum Beispiel bei säumiger Beitragszahlung. Die Herkunft? Mittelalter. Früher hatten alle Gemeindeordnungen einen Hand- und Spanndienstparagrafen. Bei Handdiensten musste die eigene Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Bei Spanndiensten musste zum Wohl der Gemeinde sogar mit dem Ochsen oder mit dem Pferdegespann ran, ja, ohne dafür entlohnt zu werden. Also heute gibt es noch bei Vereinen Hand- und Spanndienste. Das gibt's heute. Ja. Jetzt wissen wir es auch. Und Wolfgang Müller aus Bruchsal, 500 Euro. Gratulation. Das haben wir erraten. Ja, das haben wir. Das war von Wie viele Fragen waren es denn jetzt? Wie viele Fragen? Bitte? Ach, nichts. Na, der Tropfen ist ja die geraten. Tropfen betrachte ich als geraten. Also, meinst du jetzt die Fragen, die wir beantwortet haben, was du aber nicht verstanden hast? Oder meinst du jetzt generell, wie viele Fragen gestellt? Ich glaube, es wurde keine einzige, oder? Kann das sein? Doch, zwei. Ja. Zwei. Also Tropfen ist für mich gelöst. Nein, nee, das war überhaupt nicht gelöst. Also ich habe auch den Eindruck, wir haben überhaupt nichts gelöst. Nähkästchen. Danke. Nähkästchen. Genau. Ja, Nähkästchen. Na gut. Da sieht man mal, was passiert, wenn du hier geballte Erfahrung ansammelst. Da knallt's aber hier. Da knallt's richtig rein. Da macht's rumpelt die Bumbatz und zack, kannst du deine Karten alle zu Fliegern basteln und
in die Welt schicken. Da ist jetzt wieder das Gesicht, das ich meine. Jetzt höre ich auf, das war's. Schönes Wochenende. Tschüss.